Ich sehe auch gerade, das nächste Team steht auch schon bereit. Und damit würde ich ganz gerne Kai und Chris hier auf die Bühne bitten. Würdet auch ihr beiden euch bitte noch kurz vorstellen? Ja, ich bin Kai Hufenbach, bin 18 Jahre alt und besuche die 12. Klasse der Wiechernschule. Ja, ich bin Chris Lasse Debritz, bin noch 17 bis Samstag und besuche das Gymnasium Buckhorn. Dankeschön. Damit sage ich Start frei für die zweite Runde und auch hier wieder viel Spaß. Ja, zunächst würde uns einmal interessieren, ob Sie während Ihrer Schullaufbahn auch einmal die Möglichkeit hatten, einen Politiker zu interviewen. Ja, das war für mich auch der Grund damals, oder die Initialzündung damals, dass ich mich politisch engagiert hatte. Wir hatten Vertreter der Jugendorganisation der großen Partei, ich glaube, vor einer Wahl in der Schule. Da gab es einen politischen Arbeitskreis, haben die diskutiert und wir haben mit denen gesprochen. Und das gab es auch, ja. Gut, dann wollen wir uns jetzt auch den zweiten Film angucken, den Film zum Thema Integration in Hamburg. Hamburg, das Tor zur Welt. In kaum einer anderen deutschen Metropole ist ein solches Maß an multikultureller Vielfalt zu erkennen. 24% der Hamburger haben einen Migrationshintergrund und treffen hier täglich aufeinander. Meiner Ansicht nach ist Hamburg eine Vorreiterrolle in Sachen Integration bundesweit. Richtig, nach einer bundesweiten Studie des Berlin-Instituts zu gelungener Integration belegt Hamburg den zweiten Platz, obwohl hier prozentual die meisten Ausländer leben. Ich persönlich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht mit meinem Migrationshintergrund. Auch Christine, Felix und Serhat fühlen sich nicht diskriminiert. Also ich finde, Integration in Hamburg funktioniert eigentlich ganz schön gut. Also es sind ziemlich viele Fußballmannschaften, werden hier Deutsche und Ausländer alle zusammengepackt. Und da spielen auch verschiedene Nationen halt miteinander. Doch die Realität sieht allgemein betrachtet erschütternd aus. Denn nach dem aktuellen Integrationsbericht sind Migranten doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Sind unsere Beispiele also nur Einzelfälle? Also ich finde, meine Integration ist eher eine Ausnahme, weil es gibt ja sehr wenige Ausländer oder wenige Schwarzausländer, die halt aufs Gymnasium gehen und bald ein Abitur machen. Ich denke mal, das liegt daran, dass meine Eltern sehr hinter mir stehen und mich dazu sozusagen zwingen. Ich denke mal, dass ich eine Ausnahme bin, weil meine Eltern auch immer hinter mir her waren und zu mir gesagt haben, dass ich etwas zu etwas bringen muss. Auch Freunde der Familie, also Jugendliche, die jetzt in meinem Alter sind und ähnliche Konditionen hatten bei der Erziehung oder bei der Schullaufbahn, dass das da ganz anders geworden ist, sozusagen aufgrund auch, weil sich die Eltern nicht die Fürsorge zeigen, die meine Eltern gezeigt haben. Es ist doch ein Einzelfall bei mir. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft nicht nur ein Einzelfall. Der größte Teil unserer Migranten sind Türken, die einer weiteren Studie des Berlin-Instituts zufolge am schlechtesten integriert sind. Speziell jetzt die türkische Community hat sich noch nicht hundertprozentig integriert. Aus beiden Studien ergibt sich die Frage, was muss verbessert werden? Ich finde, es sollte dort also im Kindergarten eine Sprachförderung geben für die Kinder, damit die von Anfang an Deutsch können und dann eine bessere Schule haben können. Beispiel für solch ein Förderprojekt ist der Deutschexpress am Kurt-Körber-Gymnasium. Hier werden Migrantenkinder mit den größten sprachlichen Defiziten individuell gefördert. Ich halte es für sehr notwendig, dass wir dieses Projekt hier an unserer Schule haben. Und ich bin auch der Meinung, dass wir viel mehr Stunden zur Verfügung gestellt bekommen müssten, als wir es bisher haben. Unser Klientel beinhaltet einen sehr großen Migrantenanteil von Schülern und die mit sehr vielen Defiziten zu uns an die Schule kommen bezüglich der Sprache Deutsch, was sich dann natürlich auch auf die anderen Fächer überträgt. Man kann aufgrund mangelnder Sprachkenntnis weder dem Biologieunterricht folgen, noch irgendwelche Sachtexte im Mathematikunterricht verstehen, im NWT-Unterricht. Es ist die grundlegende Kompetenz, die erstmal da sein oder vorhanden sein muss. Auch die Arche in Jenfeld ist eine Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder. Besonders hier wird deutlich, was ihnen fehlt. Diese Anerkennung in der Gesellschaft. Sie brauchen wirklich diese Wertschätzung. Und wenn sie sie im Elternhaus nicht schon bekommen und erst recht nicht in der Schule, weil sie eben schlecht abschneiden und man ihnen eigentlich Vorwürfe macht, warum sie dann nicht so gut sind, dann verbessert man ja ihr Selbstbewusstsein nicht, sondern zieht das alles nur noch runter.
schlechte Sprachkenntnisse, Bildungsferne und hohe Arbeitslosigkeit, Segregation und soziale Brennpunkte entstehen. Die Politiker, meine Meinung ist, die sollen nicht nur einfach hier kommen am Tage, im Mansberg einfach die Stände dahinstellen und sagen, wir sind von der FDP, wir sind von der SPD, wir sind von der CDU. Nehmt mal ihr vor den Wahlen kommen sie, dann da kommen sie sowieso nicht mehr. Das was die Bänke und Autoindustrie, bla bla, wo die Politiker über die Milliarden reden, ist diese 300.000 Euro ist Peanuts für sie, aber für uns Stadtteil Mansberg, was Jugendliche betrifft, was Integration betrifft, ist für uns diese 300.000 Euro lebenswichtig. Die Jugend, die macht das nicht von sich selber. Das, was sie sehen, das geben sie weiter. Und dieses, was man gibt, das können sie bearbeiten. Ich sehe, wenn man mit denen zusammenarbeitet, dann schafft man auch was. Aber diese Zusammenarbeit muss auch von oben kommen, dass wir jetzt gegenseitig zeigen können, wir sind für euch da. Fehlen dem Senat die finanziellen Mittel oder das Bewusstsein? Wir fragen nach. Herr von Beuys, die Frage aus dem Film möchten wir direkt an Sie weitergeben. Fehlen dem Senat nun die finanziellen Mittel oder eher das Bewusstsein? Weder noch. Nein, es ist noch nicht alles in Ordnung. Aber in den letzten Jahren hat es enorme Gelder gegeben, die, wie ich finde, zu Recht ausgegeben wurden, um Chancengerechtigkeit zu verbessern und die Integration voranzubringen. Hamburg ist federführend, zumindest in allen westdeutschen Ländern, wenn es um das Angebot von Kindertagesplätzen geht. Wir haben jetzt, was sehr viel Geld kostet, was gut angelegt ist, will das gar nicht in Frage stellen, aber was viel Geld kostet, den Rechtsanspruch auf den Kindertagesplatz vom dritten Lebensjahr auf das zweite vorgezogen. Das letzte Kindertagesjahr ist kostenfrei, genau wie die Vorschule kostenfrei ist. Die Klassenfrequenzen in Grundschulen, zukünftig in Primarschulen, in Gebieten mit hohem Ausländeranteil werden auf maximal 20 Schülerinnen und Schüler reduziert. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Maßnahmen, wo was getan wurde. Und natürlich, man kann mal mehr machen, das ist klar. Aber es gibt kaum einen Bereich, wo so viel zusätzliches Geld in den letzten Jahren ausgegeben wurde, wie in diesem Bereich, zu Recht nebenbei. Ich würde hier ganz gerne einmal bei den Klassenfrequenzen einhaken. Und zwar bekommt man es mit, dass in den letzten Jahren ja auch aufgrund des Lehrerarbeitszeitmodells Lehrerstellen abgebaut wurden. Wie ist das denn dann zu schaffen, dass die Klassenfrequenzen gesenkt werden, trotz weniger Lehrer? Na gut, wir haben in diesen Jahren, jetzt wo Sie Abitur machen, einen sehr, sehr hohen Anteil von jungen Leuten, hohen Jahrgang. Und die Kinderzahlen generell gehen ja zurück, sodass rückgehende Kinderzahlen natürlich auch dazu führen können, dass sich Lehrerstellen reduzieren. Aber insgesamt sind die Klassenfrequenzen gerade an Grundschulen schon in den letzten Jahren gesenkt worden und werden jetzt nochmal weiter gesenkt auf verpflichtend 25 und nochmal in Problemgebieten auf 20. Das heißt, hier ist eine Menge getan worden. Und ich glaube, man kann Schule auch nicht alleine sehen. Wenn Sie sehen, was im Rahmen von Kindertagesstätten neu geschaffen wurde an neuen Plätzen. Nochmal, wir sind in Hamburg hier vorbildlich, auch mit der Ausbildung von oder Einbeziehung pädagogischer und sprachlicher Maßnahmen in Kindertagesstätten. Und wenn Sie, Sie haben das im Interview gesehen, wenn Sie heute mit Grundschullehrern reden, sagen die, dass die Situation heute erheblich besser ist, als sie meinetwegen vor 6-7 Jahren gewesen sind. Das liegt auch daran, dass wir zum Beispiel in Hamburg vor einigen Jahren einen verpflichtenden Sprachtest ein Jahr vor der Einschulung eingeführt haben. Und bei den Schülerinnen oder zukünftigen Schülerinnen und Schülern, die sprachliche Qualität hatten, um die Schule zu besuchen, wurde verpflichtend Deutschunterricht vor der Schule nicht nur angeboten, sondern verpflichtend gemacht. Okay, auf diesen Sprachtest wollen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir haben in dem Film gesehen, wir haben da Begriffsschwierigkeiten. Sie als Politiker, was ist denn da politisch korrekt? Ausländer, Bürger mit Migrationshintergrund, Migranten? Also politisch korrekt ist Migranten, wobei ich mir sicher bin, wenn Sie eine Umfrage machen, dass 70-80% nicht wissen, was Migranten sind, weil der Begriff sehr abstrakt sind. Ich sage daher lieber meinetwegen Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Kulturhintergrund, weil das ein bisschen plastischer ist. Migranten ist ein Wort, das politisch korrekt ist, aber die meisten verstehen nicht, was damit gemeint ist, fürchte ich. Das heißt, manchmal liegt Ihnen das Wort Ausländer nicht auf der Zunge? Nein, das geht ja, das wäre ja zu kurz gesprungen. Es gibt ja viele, die den deutschen Pass haben, die türkischstämmig sind, die einen deutschen Pass haben und trotzdem Integrationsschwierigkeiten haben. Es geht ja nicht um die Staatsangehörigkeit, sondern um die Frage, ob man aufgrund der Erziehung, der eigenen Kultur Schwierigkeiten hat, sich in Deutschland zurechtzufinden. Nebenbei, das am Rande bemerkt, wir wollen ja gleich über den Sprachtest reden, es gibt auch viele urdeutschstämmige Familien, wo es die Kinder sehr schwer haben, weil die Eltern sich zu wenig um die Kinder kümmern. Das ist kein Problem von Migrationshintergrund, absolut nicht. Dann würde ich ganz gerne einmal die Frage stellen, ob es denn in Hamburg Viertel gibt, in denen ein hoher Anteil an Migranten lebt. Ja, natürlich. Also Sie haben ja
auf der Veddel zum Beispiel einen Anteil von türkischstämmigen Leuten, egal, also türkischstämmig, der liegt bei 80-90%, in Wilhelmsburg einen sehr hohen Teil, Neuwiedental. Sie haben in Teilen von Bergedorf einen hohen Anteil von Menschen, die aus Russland kommen, die zwar formal einen deutschen Pass haben, die aber aus Russland kommen. Natürlich gibt es solche Stadtteile. Sie erzählten vorhin, dass Sie am Roten Baum lebten. Was würde sich für Sie denn ändern, wenn Sie zum Beispiel auf der Veddel wohnten? Die Miete wäre günstiger, vermutlich. Nein, nein. Das wäre natürlich ein anderes Leben, ist doch ganz klar. Wobei ich Ihnen sagen kann, bei mir im Haus wohnt eine Familie, die in Afghanistan kommt, Afghanistan stammt, eine andere, die aus dem Iran stammt. Nur insofern merken Sie es nicht, weil die den gleichen Bildungsstand haben. Das heißt, die Zugehörigkeit aus welcher Nation ist es nicht allein, sondern das Problem ist, dass Sie einmal eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten ausländischen Kultur haben und das eben auch verbunden ist mit sozialen Schwierigkeiten. Da geht ja beides Hand in Hand. Und wenn Sie jetzt auf der Veddel wohnten, wenn Sie sich das vorstellen würden, was würde Ihnen daran missfallen? Nein, ich würde nie alle, sagen wir, wahrscheinlich ist es ungewohnt, wenn in ihrer Umgegend, sagen wir, ein zumindest nicht unerheblicher Teil Deutsch nicht spricht, sondern dass sie Sprachschwierigkeiten der Verständigung haben. Das würde mich stören. Ich würde ja gerne mit den Leuten auf Deutsch reden oder, wenn das sein muss, auch noch auf Englisch. Aber dass ich nicht mit Nachbarn kommunizieren kann, weil sie kein Deutsch können, das wird mir Schwierigkeiten machen, ja. Und was konkret tut der Senat dagegen? Ich sagte ja, einmal beginnen wir bei den Kindern anzusetzen. Das heißt, Deutsch lernen schon in der Kindertagesstätte, Deutsch lernen vor der Schule. Nebenbei auch einhergehend, das ist ja durchaus mitzusehen, auch muttersprachlichen Unterricht zu stärken. Denn es bringt nichts, wenn kleine Kinder ein bisschen Türkisch, ein bisschen Deutsch können und gar keine Sprache richtig kennen. Das muss Hand in Hand gehen. Das heißt, sehr früh anzusetzen. Und das Zweite ist, was, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist wie die Sprache. Die Sprache ist der Schlüssel, aber nicht der alleinige Schlüssel. Ich sage das deshalb, wenn Sie mal ins Ausland gucken, nach Frankreich, da gibt es da diese Vorstädte von Paris, Marseille, die sogenannten Banlieues. Da wohnen viele Franzosen, die aus den ehemaligen französischen Kolonien kommen, aus Marokko zum Beispiel, die Französisch sprechen, fließend sprechen und trotzdem in der Gesellschaft keine Chance haben. Das heißt, die Sprache ist das eine, aber das Gefühl haben, auch eine Chance in der Gesellschaft zu kennen und nicht auf Dauer auszugrenzen, ist das Zweite. Das heißt, Sie müssen sehen, wie können Sie auch jungen Leuten Mut machen, dass sie eine Chance in der Gesellschaft kriegen. Das Sprache eine Voraussetzung, aber nicht die alleinige. Eine der zweiten Voraussetzungen, hatten Sie ja schon erwähnt, ist die Bildung. Warum haben Ihrer Meinung nach Jugendliche mit Migrationshintergrund einen schlechteren Schulabschluss als Jugendliche ohne Migrationshintergrund? Unterschiedliche Gründe. Einmal sind es in der Tat noch sprachliche Defizite, die langsam besser werden, weil jetzt früher angefangen wird, Deutsch zu lernen. Einen zweiten Punkt haben vorhin die beiden, die Interviewten gesagt, die gesagt haben, wir kriegen von zu Hause sehr starke Unterstützung auch in der Bildung. Und Lehrerinnen und Lehrer sagen mir, dass sie oft auch gute, talentierte jugendliche Kinder haben mit ausländischem Kulturhintergrund, wo aber die Eltern aus ihrer Familientradition nicht so sehr um die Bildung kümmern. Die sagen auf gut Deutsch, ob du einen Schulabschluss hast oder nicht, ist egal. Du gehst hinterher zu Onkel so und so, kannst anlernen und kannst du die Haare schneiden. Das heißt also, die Art, dass Bildung Voraussetzung für beruflichen Erfolg ist in Deutschland, haben eine Reihe von Eltern noch nicht übernommen. Und darum gibt es jetzt ein Programm zu sagen, wie kann ich eigentlich auf diese Eltern zugehen? Das können Lehrer wenig, weil die gar nicht die Zeit dafür haben, sondern das Ziel ist, erfolgreiche Migranten zu gewinnen, ihren eigenen Landsleuten klarzumachen, wie wichtig Bildung für ihre Kinder ist. Das ist ein Programm, was seit 2 Jahren läuft und was täglich ist übertrieben, aber jährlich aufwächst. Und wie sieht dieses Programm konkret aus? Das Programm sieht so aus, zum Beispiel gibt es eine Erkenntnis, dass gerade bei türkischen Familien die Eltern, auch wenn eingeladen wird, im Regelfall nicht zu Klassenelternabenden gehen. Das ist ein gewisses Misstrauen gegenüber staatlicher Autorität, die gehen nicht hin. Wenn sie die Lehrer hinschicken nach Hause, fühlen sie sich beobachtet, weil sie sagen, jetzt kommt die Staatsmacht und will irgendwas und machen gedanklich Schotten dicht. Also versucht man erfolgreiche Studierende oder beruflich erfolgreiche aus dieser Gruppe, meinetwegen erfolgreiche Türken in Hamburg, zu bitten, diese Eltern aufzusuchen, um sie motivieren hinzugehen und sich um die Ausbildung ihrer Kinder zu kümmern. Das heißt, Vorbilder aus dem eigenen Kulturkreis anzubieten.